einfach stehen bleiben. Ja. Oh, ich habe auch schon wieder 99 Eier. Bestimmt noch mehr. Also ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber... Ich weiß nicht. Ich habe 84. Na, ich glaube, mit 99 fängt da sowieso ein anderen Stapel noch an. So, jetzt ist der auch weg. Also dieses Event kann die Leute wirklich ganz schön voranbringen, wenn es heißt, einfach Gegenstände aufwerten, ne? Hier diese Aufputschmittel und so was alles. Ja. Das geht ja dann richtig gut. Meine Güte. Vor allen Dingen hier bei der Laterne, ne? Da liegt so viel rum, ey. Und es wird gerade wieder Nacht. Ja, das ist kacke. Ich hab noch gar nicht alles eingesammelt. Nö, nee, ich auch nicht. Ich mach weiter. Solange es geht, geht es, ne? Ja, solange uns kein Heuler sieht. Oh Gott. Hat hier auch alles rumliegt. Sogar eine Waffe in dem Gegner habe ich gefunden. Ja, ich auch. Oh. Das leuchtet hier wie so ein Weihnachtsbaum, wenn du R3 drückst. Ja. Ist herrlich, ne? Ja. Ich dachte, ich hätte alles, aber nee, ich hab mich geirrt. Noch was. Hier war ich doch gerade. Wieso liegt denn hier schon so viel? Weil die Leichen verschwunden sind nun mal. Hier ist auch noch eine Waffe, ja. Okay. Liegt ja auch noch einiges rum. Boah, ich glaube, ich habe so langsam fast alles eingesammelt. Hier hinten bei den LKWs war schon heftig. Ne? In der Laterne war es auch voll, muss ich sagen. Ist ja teilweise hier im Auto drinne oder was? Naja, die sind bestimmt auch gut geflogen, ne? Teilweise, oh, hier liegt ja auch so viel. Oh, da hinten leuchtet das auch noch so. Ja, also beim Konvoi war ich auch schon dran, ne? In den Autos ist auch noch was. Hier ist auch wieder ein Päckchen, ja. Okay, ach, hier zwischen liegen die auch, okay. Sogar hier unten? Was macht denn der bitte hier oben? Ich habe keine Ahnung. Und hier liegt immer noch so viel Zeug. Hani, überleg dir mal. Ich habe ein Päckchen hier oben gefunden. Wo denn? Siehst du mich? Ja, ach ja, da oben lag noch einer. Den hatte ich noch mal kurz eine rübergegeben. So, ich glaube, dass ich jetzt alles habe. Oh, hier ist noch eine Tür. Ich mach mal den Polizeiwagen auf. Ja, mach das mal. Auch Mühle.
Ja, doch. Musstest du das jetzt in die Luft jagen? Hä? Die ist doch gerade explodiert. Nee. Das ist so bei den Convoys, wenn du die aufmachst. Ja. Vielleicht nicht bei jeder Tür, denn kriegen die das irgendwie mit und dann. Das, was die da aufreißen, sind einfach Metallklappen, Metalltüren oder so. Die hören sich so heftig an, wenn man das mit Schwung macht. Die machen schon ihre Geräusche. Ja, bei mir hört es sich an, als ob irgendwas gerade hochgejagt wurde. Der Typ mit der Gasbuddel auf dem Rücken, der hat erstmal einen Speer von mir gekriegt. Oh. So, dann machen wir hier auch mal auf. Was? Das sah aber eher aus, als wenn die weggerannt sind, die beiden eben. Aber so richtig mit Speed hier. Ach du Scheiße, hier auf dem LKW liegt ja auch noch alles. Hast du das ja auch schon genommen? Ich komme mal mit. Also da beim LKW habe ich, glaube ich, sogar angefangen. Ach, ich soll 1000 Mutationsproben an einem Tag sammeln. Na super, hat er mir halt resettet oder was? Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. 1000 Mutationsproben an einem Tag. Oha. Das wäre echt viel. Oh, was? Ich habe über 180 Eier im Inventar jetzt mit mal. Alter. Dann würde ich mal sagen, dann müssen wir nochmal, wenn es Tag ist, nochmal so. Oh, da hinten sind ganz viele Heuler. Ach du heilige Scheiße. Wo denn? Na, wenn du in die Richtung gehst, dann siehst du doch schon Leuchten da. Meinst du, das sind die Heuler? Ja, das glaube ich. Ich geh mal gucken. Oh! Ich sehe schon Schattenjäger. Oh nee, das will ich nicht. Das will ich nicht. Schattenjäger. Nee. Haben wir noch was anderes hier, wo wir hin können? Sind die denn schon irgendwo freigeschaltet? Eigentlich hätten wir doch hier. Okay, wir werden mal hier hin. Ich glaube, wir werden mal pennen gehen, wa? Oder? Nee, warte, ich hab eine bessere Idee. Warte. Okay, Star, sehr gut. Was machen die Gegner alle hier? Vor allem hier drinnen. Im Zelt. Ich möchte eigentlich noch gar nicht pennen gehen. Wir haben nämlich hier hinten noch so eine Anomalie. Was macht er denn da? Der brennt. Guck mal. Jetzt lass ich. Das hätte ich. Das hätte ich auch zu gerne mal gesehen, wenn so ein Vieh brennt und dann weggekloppt wird, weißt du? Da hätte ich mich echt drüber amüsiert. Aber komm, die Jagd wartet. Die Jagd wartet, genau. 10.
Ich glaube, ich sollte irgendwann mal hier mein Ausrüstungszeug einfach mal so sortieren. Hier sind 23 drinne. 6,3, gucken wir mal, da 6,9, 9,6, das sieht besser aus. Okay. Fernkampfschaden. Die sind dem Gocke gefolgt, weißt du? Deswegen waren die jetzt alle hier. Ja, ich glaube auch. Du hast so eine anziehende Wirkung auf die. So, Fernkampfwaffe 49,1% zusätzlichen Schaden durch Fernkampfwaffe, das ist schon gut. Aber ich weiß, da geht's, ne, geht natürlich noch mehr. Ne? Das ist, Sanitäter. So, gucken wir mal rein. Oh, Hani, weißt du, was sich das lohnt? Was also denn? Diese Mutationsproben, die ungewöhnlichen, von denen du ja schon relativ viele brauchst, um das ganze Zeug hoch zu pushen. Ne, die ganzen Aufputschmittel, ja, die ganzen Waffenmodifikationen. Da habe ich jetzt schon wieder knappe 400 im Inventar. Und ich habe damit was angestellt. Letztes Mal. Ne? Also. So, was habe ich gesagt? Ich wollte ja Hälfte, Hälfte machen, ne? Lohnt sich tatsächlich. Aufbold. Werde mal was für uns markieren, was wir auf jeden Fall machen werden. Im Dunkeln lohnt sich das. Da ist der Aufwart. Wo bist denn du? Ja, irgendwas. Ich bin hier bei Shen. Siehst du mich schon wieder nicht? Doch, ich sehe dich. Okay, sehr gut. So, dann muss ich nochmal kontrollieren. Pfeile habe ich ein paar. Ich habe uns eine Markierung gesetzt von der Anomalie und da werden wir jetzt mal hin. Am besten unterwegs nicht großartig von Gegnern aufhalten lassen. Okay, Parcourspunkt gab es jetzt. Eier werfen? Ich weiß nicht, ob das so tun solltest, weil hier steht, stehen Gasbuddel rum. Achso, dann nehme ich mal lieber. Ich hatte aber tatsächlich auch schon überlegt, ne? Also. Oh. Oha, oha. Das große Ding jetzt schon lang? Habe ich das lang gemacht jetzt? Ja. Da hinten sind noch welche. Boah, die Pfeile hängen hier in der Luft, ne? Sehr nett, dass ich die wieder krieg. Ja, auf jeden Fall. So. Dann gehen wir mal runter mit der Keule ein bisschen. Die alle wegschießen hier. Ja.
Und wir können hier hinten wieder was einsammeln. Da. Oh, lässt er mich da. Ernsthaft. Jetzt. Ist man da oben? Oh, jetzt hoch. Ja, da müssen wir von oben rein. Ach so. Jetzt mit mal den Hemmstoff in der Hand gehabt. Brauche ich den nicht mehr aufnehmen? Du hast den gerade erst aufgenommen, ne? Ja. Ja. Kurioserweise hatte ich den jetzt auch plötzlich in der Hand. Ja, warum nicht? Nett. Konserve. Na, wie schön. Hier wächst Pilz. So, dann haben wir, glaube ich, hier erstmal soweit alles abgesucht. Also ich habe die Gegner nochmal abgelootet. Ja. Ist noch ein Pilz. Wenn du Bock hast, kannst du auch hier oben rein. Ja, aber irgendwo habe ich noch was gesehen. Hier wo ich jetzt bin, lungern Mollys drin rum. Zum Beispiel. Ausgeschuhe auch wieder dabei. Oh, dann können wir ja mal ausgehen, ne? Wo sind wir nach oben kommen, da wo du bist? Pfeile. Ja. Wow, wow, wow. Genau. Und dann hier hoch und dann kann man hier so rein. Oh, Mollys, ja. Wundervoll. Und hier oben aufs Dach, da ist auch noch. Also von hier oben hätte man auch schön die Anomalie machen können, ne? Also das hast du schön im Überblick, wenn du hier hochkommst, siehst du das, was das für ein schöner Überblick ist. Man hätte sich auch überall hinschwingen können. Ja. Ne? Also. Und so eine Punkte gibt es immer wieder, ne? Bei diesen Anomalien. Finde ich gut. Ja, wie weit sieht es bei dir aus mit den Eiern? Wie viel, hast du das jetzt voll gemacht, die 400? Nee, noch nicht. Mir fehlen dann noch ein paar. Und zwar 50. Hm. Haben wir uns aber gut rangehalten. Das ist sehr schön. Ja, die kriegen wir noch zusammen. Das schaffen wir. Die kriegen wir noch zusammen, genau. Seuchenträger ist ja auch noch offen. Wöchentlich bei mir und täglich, das heißt, ein paar Seuchenträger brauche ich heute noch. Was brauchst du noch? Na, ich brauche auch noch Seuchenträger und dann muss ich die Dings einsammeln. Darum müssen wir recht früh anfangen mit Eier werfen, dass ich die 1000 Mutationsproben. Ne? 1000 Mutationsproben. Und die Seuchenträger brauche ich noch. Oh, Hani, weißt du noch, wo wir da waren? Wo der Spot war? Ich glaube ja. Da. Ich weiß wo. Okay. Werden wir hier pennen, gleich dahin laufen und das dann machen? Ba? Oder? Ja. Muss ich nochmal gucken, wo wir zurück müssen. Wenn du mich auf dem Tacho siehst, dann findest du schon. Dann werden wir hier ja, zu dir. Ich hab's schon. Bin unterwegs. Zu der Jägerin wieder hin. Ja, ich bin gleich da. Geduld ist der größte Vorteil eines Jägers. Landeanflug. Man sieht zwar nichts, aber kann auch nicht viel passieren, ne? Also. Ich bin gerade durch die Bäume geflogen. Wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber.
Wir stellen das mal nicht in Frage, ne? Nö, machen wir nicht. Definitiv nicht. So, ich habe noch Fertigkeiten wieder zu vergeben. Okay. Kampf. Stimmt. Ich habe Parkour und Upgrade. Okay. Stecken wir da rein. Landesprung, Doppelsprung. Was haben wir sonst noch? Läufergewühl. Im Rutschen springen. Uh-huh. Wandlauf. So, dann werde ich mal noch. Feindsprung. Ja, Feindsprung ist auch interessant. Springen Sie von Feinden ab, während Sie auf sie zustürmen. Okay, ja, das ist sehr interessant. Kann man auch tatsächlich im Kampf nutzen. Oh, meine hat schon wieder einen Anfall. Meine hatte keine, so komisch, ne? Ich weiß auch nicht, was das ist. Ist meiner Blatt Mimöschen oder was heute? Hm. So, hier sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Komm mal mit, weil da drüben ist nämlich schon der Konvoi, wo wir vorhin waren. Ja, ich hole mal Licht an. Na, werden wir da wieder hochklettern, ne? Ja, war doch gut. Ja. Und die 50 kriegen wir jetzt auch noch zusammen. War auf jeden Fall ein guter Punkt, ja. So, ich stehe schon mal oben drauf, dass du eine Richtung hast. Jawohl. So, dann stelle ich mich mal wieder hier hin. Ja, und dann immer rennen, ne? Ach, warte mal, ich muss erst die Eier ausrüsten. War ein Wurfmesser oder was war das? Oh, jetzt brennt er da jetzt schon wieder schön. Oh. Irgendwas hatte mich eben umgeworfen. Ich weiß nicht was. Ja, irgendwas ist hier gerade explodiert, aber frag mich nicht was. Also ich habe nichts geworfen. Ich habe auch noch nicht umgelegen. Da stehen doch welche wie angewurzelt, ne? Die machen gar nichts. Ich weiß nicht warum. Liebe Regie, uns fallen noch keine Eier aus der Tasche. Das hieß ja, die Tasche ist offen, dann wäre die ja kaputt, dann müssen wir ja. Na, dann müssen wir noch, dann müssen wir noch zur Levorn, die oder wie die heißt, die muss unser Teil machen. Oh ja, jetzt geht wieder, jetzt geht wieder langsam los. Oh, da hinten brennt schon wieder was. Ach komm, hier. Gibt noch ein Ei. Ja, ja, herrlich. Ich hab's fast geschafft. Sehr schön. Ach, hier unten sind ja auch noch welche.
Jo, ich hab's geschafft. Sehr schön. Ach verdammt, ich wollte. Er war gut. Ich wollte die da so ein Ei. Der war wirklich gut. Ja genau, jetzt habe ich endlich mal getroffen da oben, weißt du? Boah, das war schön. Was hält das jetzt aus mit Eiern? Ja, ja, ja. Ich muss ein bisschen gewichtlos werden, weißt du, wenn das. Ja, ja. Was hält dann er denn hier? Okay, abluten geht noch. Oh, der sieht in der Sonne, der kugelt da. Und er schafft es nicht rüber, weil er angekugelt ist. Oh, das war so schön gerade. Oh, 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 oh. Bin gerade runtergefallen. Aber es macht echt Spaß. Ja. So, wenn man da Geduld hat, da wirklich mal den ganzen Tag Eier zu sammeln und dann durchzuziehen, dann kann man alles verbessern, was man hier so verbessern will. Ja, ich brauche eh 1000 Mutationsdinger, ne? 1000 was? Mutationsdinger, ja. Oh, ich sehe gerade Community-Ziel 13 Millionen, sind schon von 15 Millionen, also bis 28. März, 16 Uhr läuft das ja noch. Ich denke mal, das ist machbar. Ja, ich bin jetzt auch schon über dem Ziel hinaus, wenn das jeder so macht. Ich auch. Und vor allen Dingen, wenn die Neueinsteiger das mitkriegen, dass die hier die guten Ressourcen kriegen, kannst du mich mal wiederbeleben, bitte? Ja, warte. Wenn die Neueinsteiger mitkriegen, dass es hier die guten Ressourcen gibt, um sich aufzupowern, dann sitzen die da auch bei und werden da riesig Spaß dran haben, diese Ressourcen auch zu sammeln. Aber es kostet auch momentan relativ viel Heilung. Ne, die Militärheilung brauchen wir unbedingt, weil die ist schneller, die heilt mehr. Und da liegt schon wieder so viel da unten, ne? Ja, wir sollten mal abluten gehen, ne? Ey, jetzt hängt der Talisman hier dran bei mir. Ja. Wenn du ihn benutzt, dann hängt er dran, ja. Das ist tatsächlich so. Viele Talismane sind nur, ja, was Optisches halt, ne?
Und der Korek ist eben halt auch noch funktional. Ich gehe schon mal runter, ich glaube. Ja, ich komme auch mit. Gute Zeit. Der will nicht, der eine. Der eine ist aus Stahl, der klingt auch schon so. Wenn man da drauf haut.